Ich möchte weg hier. Oh. Oh. Wo ist die Maske denn hin? What? Die ganze Zeit kann, ne? Alles gut. Warum hat er einen Hut? What? Warum hast du eine Mütze? Hey Leute, was geht? Könnt ihr hier bei Schwimmwebsen Games und... Leute, ich habe heute natürlich für euch ein paar wunderschöne Lifehacks hier vorbereitet. Und zwar Secrets, Geheimnisse, die wir vielleicht von welchen wir überhaupt nicht wussten. Also wir wussten gar nicht, dass die existiert, dass die so überhaupt so sind. Deswegen, ich gehe jetzt in mein Haus rein und es gibt was, ich weiß nicht, seit wann es schon da ist. Aber ich bin halt einfach nur blöd und wusste einfach noch nicht, dass es sowas gibt. Oh. Weil, oh, da habe ich ja noch das letzte Mal was hier getestet. Und Leute, wusstet ihr, dass es wieder eine neue Emotion gibt in Dukabuka? Oh. Ja, ich hatte keine Ahnung. Also Leute, wir hatten ja letztens, glaube ich, diese Emotion gehabt. Also wir haben erstmal die hier bekommen, dann haben wir diese Emotion hier bekommen, wo ich mir so dachte, so, oh, wie cool, okay, richtig cool, richtig nice. Seit wann haben wir die hier? Seit wann? Einfach neue Emotionen, Dukabuka. Ich bin grad richtig einfach nur so mega cool auf jeden Fall. Also das ist so eine wo ich weiß nicht, wenn man vielleicht genervt ist, man denkt so, ja, du bist schon richtig, ich hab dich verstanden, ich möchte weg hier. Ungefähr so eine Emotion ist das. Finde ich eigentlich ganz süß, kann man richtig gut für was anderes gebrauchen. Natürlich für ein paar wunderschöne Stories vielleicht oder so, falls ihr welche Stories habt. Und an sich halt, ich weiß einfach nur nicht, Dukabuka sagt niemanden, dass es neue Emotionen gibt. Die sind einfach auf einmal so... Ja, wir haben jetzt, es ist eine Emotion da, aber wir sagen nicht, dass wir die eingeführt haben. Die ist einfach da. Es finde ich schön natürlich, dass Dukabuka sowas macht. Aber ich dachte mir auch schon die ganze Zeit, warum sagt ihr einfach nicht, dass ihr eine neue Emotion eingefügt habt? Dann hätte ich das gewusst. Aber Leute, es ist doch egal, weil ich habe tatsächlich für euch ein paar andere Secrets oder so vielleicht. Also wir haben ja letztens das neue lokale Laden bekommen. Also das ist schon nicht wirklich neu, aber es ist schon einen Monat her tatsächlich, als wir das bekommen haben. Und ich dachte mir so, ich habe glaube ich noch nie dieses Ding hier benutzt. Also das ist quasi so ein Wagen mit allen möglichen Sachen da drauf. Und wo ich mir dachte so, ja, ist halt ein Wagen, ne? Kann man für was anderes benutzen. Aber Leute, wusstet ihr, dass man hier alles, was man hier hat, also es ist nicht nur ein Wagen, sondern es ist auch ein Mülleimer. Also da ist auch ein Mülleimer dabei, was halt Sinn macht, dass es ein Mülleimer da ist. Aber man kann hier wirklich alles Mögliche wegschmeißen. Und das, was ich auch noch gemerkt habe, ich dachte, es ist Klopapier da drauf. Also hier, ihr merkt das gerade, also hier ist ja quasi ein Klopapier da oben. Klopapier, okay, alles klar. Das ist aber... Es ist eine Küchenrolle. Seit wann gibt es in Dukabuka eine Küchenrolle? Und natürlich können wir leider damit nichts machen, tatsächlich. Also wir können auch mit diesen beiden... Also das ist halt nicht so wie ein normales Klopapier. Das ist, glaube ich... Ich glaube, das ist beides Küchenrolle. Kann ich mir so vorstellen. Aber Klopapier sieht tatsächlich genauso aus. Ich kann hier natürlich jetzt nur nichts machen und so. Aber ich glaube, wenn man das... Also bei diesem Klopapier kann ich auch nichts machen. Ich kann nur bei diesem Klopapier was machen. Ich kann nur hier so... Oh, okay. Ich kann nur hier irgendwas abschneiden. Hier leider nicht. Aber vielleicht wusstet ihr das nicht. Jetzt wisst ihr das. Und man kann auch diesen wunderschönen Wagen auch für was anderes benutzen. Muss man nicht nur so für so einen Wagen zum Putzen, so einen Putzwagen haben. Aber fand ich total interessant und total, total cool. Leute, es gibt eine... In Dukabuka, es gibt sehr viele neue... So, ich würde mal sagen, schon so richtig komische Stellen, wo Charaktere einfach dranbleiben. Nicht nur Charaktere, sondern ein paar Kleinigkeiten. Und zwar ist es in der Affenmüllhof, gibt es eine Stelle, wo man Kleinigkeiten, also meistens nur Kleinigkeiten, tatsächlich so im Luft schweben lassen kann. Man kann es lassen. Man muss es nicht, aber man kann es. Und aber nur so wirklich Kleinigkeiten. Also eigentlich, ich glaube, viele Sachen funktionieren dann nicht. Also hier ganz in der Ecke. Ich gucke erstmal, ob das irgendwie funktioniert. Ich glaube, diese Sachen kann man nicht machen. Hm? Habt ihr das gerade gemerkt? Ich kann da eine Maske ansetzen. Und ich frage mich, was? Also ich dachte gerade, vielleicht ist es wegen der Sonne. Vielleicht ist die Sonne da.
Wo ist die Sonne eigentlich? Also vielleicht ist es die Sonne, aber warum kann ich dann die Maske einfach nur nicht nur an einer Stelle machen? Weil sonst halt ist die Maske so und ich kann die halt nirgendwo anders einsetzen bei der Sonne. Und aber hier, ich kann das auf einmal irgendwie so hier an einer Stelle, dann da... Oh. Oh. Die Sonne hat die Maske jetzt auch nicht auf. Wo ist die Maske denn hin? What? Ich hab die Maske verloren, Leute. Was ist denn jetzt passiert? Auf jeden Fall eine sehr komische Stelle in Tokaboka. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich bin... Ich bin richtig fasziniert davon einfach. Die Maske ist verschwunden. Die Maske ist leider verschwunden, Leute. Ist auch okay, ist auch okay. Es gibt noch andere verschiedene Stellen in Tokaboka heute, wo man auch so einfach nur irgendwelche Sachen dranhängen kann. Und zwar ist es wenigstens die wunderschöne Sache, ich glaube hier ist es, mit den Rutschen. Also man hat ja hier quasi so riesige Rutschen, wo man quasi da einmal reingehen kann und dann halt die ganze Zeit machen kann. Ne? Alles gut. Leute, es geht tatsächlich, also man muss nicht unbedingt auf einer Rutsche sein, um einfach nur in der Luft zu schweben. Und zwar brauchen wir diese Matratze, diese Luftmatratze. Und... Oh. Merkt ihr das gerade? Ich bin einfach hier. Ich sitze hier einfach. Einfach so. Ich fliege. Ich schwebe. Ich fliege. Es ist irgendwie so... Es ist gefühlt... Leute, ich fliege wirklich überall. What? Wann falle ich denn runter? Hier falle ich runter. Hier kann ich nicht mehr. Hier kann ich auch nicht. Okay. Hier kann ich... Was ist das? Was passiert hier, Leute? Warum kann ich hier was machen? Also warum schwebe ich hier einfach in der Luft? Das könnt ihr auf jeden Fall auch mal nachgucken. Mach mal nach, falls ihr diese wunderschöne Location habt. Dann könnt ihr das wirklich mal so auch selber... Was ist das? Es ist einfach zu komisch. Es ist richtig zu komisch. Tokaboka und... Es passiert einfach nur. Manche Sachen passieren da einfach nur. Und ich finde die auch sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Leute, nicht nur hier. Ich habe noch eine Stelle. Ja, ich habe noch eine Stelle, wo die Sachen einfach hängen bleiben. Und zwar bei dem Strand. Bei dem normalen Strand. Da gibt es, ich hoffe, dass es eine Stelle da gibt, wo man wirklich auch alle Kleinigkeiten so wirklich dranhängen kann. Und zwar, also ich glaube, es ist, glaube ich, bei diesem wunderschönen Delfin, kann man hier irgendwo zwischen diesem Holz, diese Holzbrücke? Ist eine Brücke? Trasse? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, hier irgendwo gibt es eine Stelle. Ist wirklich so. What? Es ist eine kleine Stelle, Leute. Also es ist quasi nicht so, dass ich die Sachen, also das ist nicht unterm Wasser, das ist einfach oben und einfach angeklebt an einer kleinen Stelle. Ich habe keine Fragen. Ich habe keine Fragen mehr, Leute. Gefühlt habe ich gar keine Fragen mehr. Aber das geht, glaube ich, nur wirklich mit diesen Kleinigkeiten. Und mit Klamotten. Gibt es sowas auch? Ja, sowas geht's auch. Mach mal nach, wenn ihr das mal gucken möchtet. Wenn ihr richtig neugierig seid, was es überhaupt alles macht und warum es so ist, könnt ihr wirklich mal nachmachen. Ich finde es extrem komisch, aber ist okay. Seit wann hast du so... Warum hat er einen Hut? Hm. Warum hat er eine Mütze? What? Warum hast du eine Mütze? Diese Location ist mir zu schwierig und zu komisch. Ich geh mal raus. Das ist ja wirklich schon so fast wie Halloween gefüllt. Es sind schon so krasse Sachen hier gewesen, Leute, dass es wirklich fast wie Halloween ist. Und das ist nicht mal alles, weil Leute, wir gehen jetzt zu dem Strand, in den Strandhaus. Ich weiß nicht, was ich da das letzte Mal gebaut habe, aber ich hoffe, dass es leer ist. Es ist nicht leer. Oh. Ist okay. Ist okay. Ich kann ein paar Sachen wegwerfen. Das ist in Ordnung. Das kann ich alles tun. Weil ich möchte ja auf jeden Fall was bauen. Aber nicht erstmal. Aber nicht jetzt. Und zwar bräuchte ich erstmal die neue. Das ist nicht mehr. Ich sag die ganze Zeit, dass das immer alles neu ist. Es ist nicht mal neu. Das wurde schon vor einem halben Jahr eingeführt oder so. Das ist immer noch für mich neu. Wir haben hier. Diese wunderschönen Sachen, und zwar eine Kiste und ein Stuhl, die wir dann zusammenbauen müssen. Aber Leute, bevor wir jetzt zusammenbauen, also wir haben jetzt einen Stuhl, was wir zusammenbauen, eine Kiste, die wir einfach so zusammenbauen. Aber man kann die, also wenn man die jetzt ins Wasser reinpackt, dann
dann schwimmen die halt einfach nur. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Kiste auch schwimmt. Ja, die Kiste schwimmt auch. Ganz süß, alles gut. Aber sobald man diese Sachen hier jetzt einfügt, ohne dass man die zusammenbaut und hier jetzt zusammenbaut, dann schwimmen die nicht mehr. Die schwimmen nicht mehr. Die bleiben einfach da stehen und hängen da einfach nur da. Weil guck mal, das merkt ihr gerade. Jetzt, wenn ich das in einem Zusammenstand, einem Zustand reinpacke, wo es halt alles zusammengebaut ist, dann schweben die einfach. Die schweben nicht, die schwimmen. Und aber wenn nicht, dann bleiben die einfach da. Aber sobald ich die dann jetzt wieder loslasse und quasi neu positioniere, dann schwimmen die wieder. Ja. Just so you know, finde ich eigentlich ganz süß zu wissen. Leute, auf dieser Location kann man extrem gut ein Baumhaus bauen. Und zwar, ich fand einfach die Idee richtig, richtig cool. Und ich möchte die auf jeden Fall umsetzen. Und zwar bräuchten wir dafür die 9 Sachen aus dem Rustikalhaus. Und zwar diese wunderschönen Dinger. Was auch immer das ist. Wir parken einfach nur sehr viele davon irgendwo hin. Also eigentlich komplett egal. Also die müssen halt einfach nur hier an einer Stelle sein am besten. Vielleicht auch können die ein bisschen irgendwie anders positioniert werden, damit es ein bisschen schöner ist. Das kann ich mir auch richtig schön vorstellen, wenn man die so irgendwie positioniert. Dann vielleicht auch hier noch eine oder so. Das sieht doch eigentlich ganz schön aus, Leute. Und jetzt. So wie ich das schon bei den letzten Lifehacks schon mal probiert habe, brauchen wir diese wunderschöne Sache. Okay, oh, das geht von... Ich wollte gerade sagen, das geht doch so schnell. Doch, das geht wirklich schnell. Seit wann geht das so schnell? Seit wann habe ich das hingekriegt, dass es so schnell geht? Leute, wir müssen jetzt unsere wunderschöne Leiter so positionieren, dass es alles passt. Und ich finde, das ist, glaube ich, das passt am besten. Und jetzt halt bräuchten wir auch noch ein Wandregal, was quasi... warte mal, das muss ich erstmal finden. Wir bräuchten ein Wandregal aus dem Downtown Loft, was auch so schwebt. Dann können wir es hier hinpacken. Eigentlich komplett egal. Hauptsache, es könnte ganz schön aussehen. Haben wir jetzt hier hingepackt und wir bräuchten auch noch einen Hängestuhl. Am besten dieses hier. Weil am besten passt am besten. Und jetzt, Leute, kommen wir zum Dekorieren. Und zwar bräuchten wir sehr viele Palmen, sehr viele, weiß ich... Oh nein, jetzt wollte ich das auch nicht benutzen. So, wir brauchen sehr viele Palmen. Wir brauchen sehr viel, so... Wir brauchen ein richtiges Dschungelfeeling. Deswegen machen wir das jetzt. Wir brauchen ein Dschungelfeeling. Und zwar wirklich einfach nur... Man muss es einfach nur schön mit so einem Dschungelhaupt machen. Wird ein bisschen komisch sein, aber müssen wir. So Leute, das ist jetzt mein Dschungel. Ja, das sieht gerade noch ein bisschen komisch aus, aber Leute, wir gehen quasi hier hoch. Es ist richtig, richtig groß. Und dann quasi sind wir hier bei unserem Haus. Und man kann es vielleicht natürlich auch ein bisschen nach unten packen, das nicht so alles zu krass machen. Aber man kann sich einfach hier hinsetzen. Und hier, weiß ich nicht, man kann hier irgendwas Süßes vielleicht reinpacken. Vielleicht ein paar Süßigkeiten, irgendwas zu trinken oder so. Weil muss man sich gönnen. Man gönnt sich das einfach nur. Und man sitzt hier einfach nur in einem Dschungelhaus, in einem Baumhaus. Und ich finde das eigentlich eine sehr coole Idee. Auf jeden Fall könnt ihr es gerne nachmachen, weil ich finde, es sieht richtig, richtig cool aus. Einfach nur so eine Chill-Area irgendwie komplett im Dschungel. Finde ich mega, mega toll. Und Leute, es gibt natürlich auch, ich zeige euch natürlich auch noch ein paar Hacks. Und zwar, tatsächlich habe ich schon mal so was ähnliches gezeigt. Okay, das ist jetzt komplett voll. Aber ich habe ja schon euch mal gezeigt, wie man, also das war jetzt schon seit sehr langer Zeit, aber ich habe ja euch mal gezeigt, wie man quasi so macht, dass man auf dem wunderschönen Bett springt. Ja, man kann auf dem Bett springen in Tukabuka. Und zwar macht man das eigentlich mit einem Trampolin. Ein Trampolin und einem Bett. Aber man kann es theoretisch auch mit einem Sofa machen. Das wollte ich gerade euch mal zeigen, wie man das mit einem Sofa macht. Und zwar bräuchten wir eigentlich, egal was für ein Sofa, ich weiß nicht, ob das jetzt so klein sein könnte. Ich guck mal erstmal, welche Größe ein Trampolin hat.
So, das ist unser Trampolin. Okay, das könnte eigentlich ganz gut passen. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen unsere Figur nehmen. Und zwar unsere Katja. So, Katja, da bist du. Und wir müssen die springen lassen. Die springen jetzt auf dem Trampolin. Und jetzt sollen wir ein Trampolin zu machen. Mit dem Sofa. Und jetzt sieht es so aus, als ob Katja, als ob ich halt einfach nur auf dem Sofa springe. Und zwar könnt ihr das auch noch machen. Auch mit dem Bett, auch mit dem Sofa, auch womit alles Mögliche. Aber hier natürlich mit dem Sofa sieht man das jetzt nicht so gut, dass man quasi darauf springt, weil quasi man springt hinter dem Sofa. Aber wenn man das jetzt nicht unbedingt ganz gut anguckt, dann sieht es auch in Ordnung aus. Dann sieht es auch in Ordnung aus, Leute. Und da ihr auch gerade immer noch bemerkt habt, dass ich halt immer noch so ein Hexen-Outfit habe in Togavoka, wollte ich ein bisschen das ganze Ding ansprechen. Also, das ganze Ding ansprechen, ich meine halt tatsächlich einfach nur unseren Halloween-Pack, was wir am Dienstag bekommen. Ich hoffe, dass ich will. Aber was ich noch sagen wollte, und zwar ist es ja quasi ein Furniture-Pack, also ein Möbelpack. Wir kriegen einfach ein Möbelpack. Aber was ich halt sagen wollte, und zwar, es wäre doch extrem cool, wenn wir in Togavoka so richtig so saisonale Events hätten. Zum Beispiel, dass wir irgendwie ein eigenes Haus, oder zum Beispiel gibt es bei diesem Flupel und so, haben wir noch extrem viel Platz. Da hätten zum Beispiel wir extra so Häuser zu den Events geben können, die quasi, wo wir einfach nur alles Neue kriegen können dabei, bei dem wunderschönen Halloween-Haus. Und zwar vielleicht neue Klamotten, neue Halloween-Klamotten, vielleicht neue Möbel haben wir jetzt schon, aber das ist jetzt was anderes. Vielleicht könnten wir noch zu dem wunderschönen Update noch neue Augen bekommen, vielleicht ein paar so auch Emotionen und so, ein bisschen was Gruseliges. Aber Leute, was ich extrem eigentlich hilfreich finde, also ich würde es richtig hilfreich finden, und zwar sind das die Farben, also Hautfarben. Nicht nur so, wir haben menschliche Hautfarben, was halt Sinn macht, dass wir menschliche Hautfarben in Togavoka haben. Aber wenn es in Togavoka ja eh schon Monsterchen gibt, warum gibt es keine grüne Hautfarbe oder blaue Hautfarbe? Alles Mögliche. Dann könnten wir Aliens oder Zombies machen oder noch irgendwas. Das stört mich richtig krass, dass wir es in Togavoka wirklich nicht machen können. Deswegen, Leute, wäre das richtig cool gewesen, wenn wir halt noch so ein extra Häuschen hätten. So ein Halloween-Haus mit den ganzen Halloween-Updates in Togavoka. Da könnten wir wirklich halt alles Neue kriegen, was wir kriegen können. Und dieses Haus kann auch gerne irgendwann mal dann halt, wenn Halloween vorbei ist, dann auch wieder weggehen zum Beispiel. Und dann haben wir das jedes Mal irgendwie so immer so eventmäßig. Okay, das ist jetzt gerade, also dann kriegen wir halt auch vielleicht noch ein neues Haus zum Weihnachten und so und zum Ostern und so. Ich weiß, es ist halt vielleicht zu viel ist, um sowas zu fragen, aber ich dachte, das wäre doch eine sehr gute Idee. Und wenn ihr das auch so meint, dann schreibt gerne unten in die Kommentare rein. Und sonst, Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Normal und dann war es creepy. Okay, alles klar. Jetzt habe ich schon falsch gemacht. Einfach nur! Ich möchte es sehen. Hier, Gehirn. Hier. Leute, was geht? Katja hier bei Spickapps & Games. Und Leute, ich bin wieder hyped, weil es in Togalife World einen Trailer gibt. Und zwar ist das neue Möbelpack von Halloween. Creepy Furniture Pack heißt das. Ich weiß nicht noch nicht, wie das auf Deutsch heißen würde. Und es gibt, Leute, einen Trailer, worauf ich heute extrem gerne reagieren möchte. Und, oh mein Gott, das wird bestimmt gut. Also, ich habe es noch gar nicht gesehen. The Spooky Edition. Spooky Edition to your creepy house. Do not enter. Oder ein, also the Spooky Edition ist halt irgendwie so ein gruseliges Zubehör zu deinem creepy, gruseligen Haus. Wäre entweder ein Schildchen, wo stehend, bitte nicht reingehen. Also einfach nur nicht reingehen. No. Do not enter. Oder ein pinkes Schildchen. Warum ist es pink? Sieht extrem süß. Ich würde tatsächlich das mal, aber ich finde das süßer Schädel und pink. Wäre auch richtig cool. Nicht reingehen. Ich bin so eine Person, ich gehe nicht rein. Okay, alles klar.
Erz habe ich schon falsch gemacht. Okay, was ist da? Also ich gucke gleich mir nah an, einen Trailer an, aber ich sehe das gerade. Haunted Mansion or Pumpkin Palace? Heißt das Haus Pumpkin Palace? Also Kürbis Palace? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Ich muss erstmal, glaube ich, gucken. Ich gucke erstmal mir einen Trailer nach und dann gucken wir auf jeden Fall, was passiert. Okay, warte mal, es muss erstmal ein bisschen kurz laden, damit es ein bisschen schöner aussieht. Warte mal. Jetzt, let's go. Ich möchte sehen, was da passiert. Okay, es heißt Creepy Furniture Pack. Es ist einfach nur... Ich möchte es sehen. Bitte, warte mal. Okay, ich gucke es erstmal ganz durch und dann können wir das später mal machen. Können wir später reingucken. Okay, es ist Nacht. Okay, ich sollte vielleicht mal hören, was da ist. Okay, ich höre nichts. Ist so egal, brauchen wir nichts. Okay, es... Oh, du hast... Oh, dein Handy ist... Dein Handy ist auch noch... Es hat kein... Hund ist weg. Und du gehst mal und guckst mal. Oh mein Gott, das ist... Also, ich glaube, ist es nicht das Haus... Wir kriegen ja nicht das neue Haus. Es ist einfach nur ein richtig komisches Haus. Muss auf jeden Fall nicht wissen, was da ist. Und, oh mein Gott, Grabstein. Okay, ja, okay. Wir haben das neue Haus. Wir haben extrem... Also nicht, es ist nicht das neue Haus. Das ist das Herbsthaus. Das ist das Kürbishaus, glaube ich. Wir haben da extrem viele neue Sachen. Alle Halloween! Okay. Skelett in Pink. Sehr süß. Oha, wir haben da... Okay, wir haben neues Fenster, wir haben neue, dieses komische, ziemlich komisches Gefäß mit grüner Flüssigkeit da drin. Ich weiß nicht, ich möchte nicht mehr wissen, was da ist. Ich möchte nicht mehr wissen. Ein Fernseher. Immer schlecht. Oh, es ist so richtig, alles so radioactive. Oh no. Okay. Oh nein, das sind Augen in den Becher und Sloth und so. Und wenn es nachts wird, dann wird es noch komisch. Und wir haben eine Küche. Wir haben eine neue Küche, Leute. Also bevor sah das so aus, relativ normal. Und dann war es creepy. Jo, merke ich mir. Also ich gucke gleich noch nach, was es alles noch alles gibt. Und ohuhuhu. Oh yes. Oh yes. Ich... Reimig. Okay, das ist ein Schlüssel von einem Haus. Hast du jetzt ein neues Haus? Und diese Puppe, die wir bekommen haben am Freitag. Das ist cool. Die Puppe haben wir am Freitag bekommen als Gratisgeschenk. Und den Hund hast du auch gefunden. Aber, oh mein Gott, das ist ja der Roboter aus dem Fernseher und so. Mit dem Crumpet. Flubbles Most Wanted. Okay, also richtig, richtig schön gruselig. Und, oh mein Gott, wir haben eine neue Kamera. Wir haben eine neue Halloween-Kamera. Halloween-Kamera. Ich freue mich drauf. Das ist so cool. Okay, Leute. Ich möchte ganz kurz noch ein bisschen mal nachschauen, was wir hier alles noch haben werden. Wir haben ja das weiß ich schon, dass wir das haben. Ich versuche jetzt gerade noch was zu finden. Also, wir haben hier sehr viele so Dings mit... Oh, wie süß ist das denn? Okay, das war eine gruselige Pflanze. Wir haben noch... Oha. Also, haben neue Kommode. Also, die haben einfach nur gefüllt. Einfach, oh, ich glaube, diese Sachen an dem Fenster, also diese Holzplatten an dem Fenster, ich glaube, wir kriegen die auch. Das ist mega cool. Und wir kriegen anscheinend überall so slimische Abdrücke, so Slime-Abdrücke, nicht Abdrücke, sondern Slime auf den Wänden und dann so halt zerrissene Tapeten. Ich frage mich, ob das die Tapete an sich ist oder ob das quasi so als Bild da ist in Tokaboka. Dann haben wir noch Spinnenweb, auch als Bild sehr wahrscheinlich und auch als LED. Auch ein Schädel als LED. Wir haben extrem viele Schädel. Wir haben hier irgendwelche Gefäße mit irgendwas gefährlichen Stoffen, gefährlichen Sachen. Ach, warum auch immer. Ein paar Spielzeuge. Wir haben neue Kommode, neues Fernseher. Also Fernseher ist theoretisch... Und ich glaube, die Tafel. Die Tafeln mit den ganzen... mit den ganzen komischen Sachen und so. Ich glaube, das ist doch auch neu, bestimmt. Weil ich glaube, die Tafel gibt es bei uns nicht. Also so eine genau die Tafel. Deswegen gucke ich nochmal weiter. Wir haben eine neue Küche, die nicht unbedingt appetitlich und richtig schön aussieht. Da sieht nicht alles gut aus. Okay, ich gucke jetzt einfach nur mal ganz kurz, wie es bevor aussah. Und dann mache ich jetzt After und dann gucken wir. Okay, wir haben Gräber, wir haben neue... Oh, ich sehe da, wir haben da neue... Wir haben Blitz und wir haben also neue diese Automaten, diese Sachen, die halt verschiedene Effekte machen. Und da war einmal Blitz und da war einmal Geist. Wir können Geister machen. Gehirn.
Okay, die Kirche sieht auch nicht wirklich ganz toll aus. Ich frage mich gerade, wie hält sich überhaupt dieser wunderschöne Stuhl, wenn der... Ist auch eine andere Frage. Was ist das? Ist es ein Bild, was so quasi so... Ach, cool, mein Gott, wie cool. Ich bin gerade fasziniert, das sind wirklich alle neue Sachen. Wie viel das sind. Und sehr viel auch Müll, habe ich jetzt mitbekommen. Wir haben jetzt noch eine Box, die auch kaputt ist. Wir haben eine Pizzabox. Warum auch immer. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist da gar nichts drin. Vielleicht ist es einfach Müll. Und kann ich bitte weitergehen? Dankeschön. Es hängt alles ein bisschen, aber ist auch egal. Wir haben Turn Back Now als Schrift. Auch richtig cool. Das sind so... Ich frage mich die ganze Zeit, ob das... Ich glaube aber, die meisten Sachen sind doch nicht alle aus dem Pack, oder? Zumindest diese Süßigkeiten. Ich glaube, ein paar davon kriegen wir tatsächlich bei dem Haus mit dem, bei dem Halloween Haunted Mansion. Also bei dem Gruselhaus. Und die Pflanze und so, die da hinten steht. Ich mag die auch total. Die neuen Regal und so haben wir. Wir haben ein neues Bett. Das ist richtig cool. Das ist richtig dreckig und richtig gruselig. Und das hat uns letztens auch mit René mal gefehlt, dass halt die ganzen Betten irgendwie zu süß aussehen. Wenn du ein Halloween-Haus machen möchtest, dann müssen die einfach dreckig aussehen. Und richtig creepy und richtig gruselig. Gruselig. Deswegen finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass wir das jetzt hier hinkriegen. Ach so, siehst du, also hier ist da unten quasi der Pizzakarton, was offen ist. Und da steht Help, also Hilfe drauf. Und es ist... Pizzastückchen, was schon aufgegessen wurde. Leute, also ich freue mich extrem. Also wirklich, es ist so coole Sachen. Ich frage mich die ganze Zeit, was es noch so alles gibt. Vielleicht ist es auch nicht mal alles. Und ich glaube, wir haben neue Vorhänge. Leute, ich habe das gerade erst gesehen. Das da ganz links haben wir haben neue kleine Vorhänge. Das möchte ich jetzt nochmal sehen. Das möchte ich jetzt einfach nochmal sehen. Ich möchte sehen, wie die Vorhänge umgesetzt sind. Oha. Wir haben sehr vieles... Oh, ach so, okay. Die Vorhänge sind nur an einer Stelle. Wir haben eine neue... Oh mein Gott, wie cool diese Lampe ist. Die pinke Lampe. Die kann ich auch für so cute und süße Sachen benutzen eigentlich. Man kann hier wirklich gefüllt, weil es so viele Neon-Sachen und Neon-Rosa, Neon-Grün ist. Man kann halt einfach nur wirklich vielleicht ein Bildbattle machen. Und zwar Neon-Rosa versus Neon-Grün. Mal gucken, was auch immer. Aber kann man hier sehr vieles alles Mögliche machen. Und vor allem, ich kann mir schon vorstellen, einfach nur All Pink Room. Also nur ein Raum, was halt nur pink ist. Weil es halt nur pink ist. Ja, nur pink ist. Und ich mag das halt tatsächlich dieses... Komische Vieh auf dem Bett. Es ist richtig gruselig. Es ist ein Kuscheltier, was extrem gruselig aussieht. Aber ich finde es irgendwie auch eigentlich ganz toll. Und irgendwie auch ganz schön. Deswegen, Leute, ich bin hyped. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Ich möchte jetzt gucken. Haunted Mansion oder Pumpkin Palace. Ich weiß nicht, was Pumpkin Palace ist. Deswegen muss ich Haunted Mansion mal anmachen. Okay, Pumpkin Palace. Ah. Ja, ich weiß nicht, was Pumpkin Palace ist. Okay, und das hier, glaube ich, ist was ganz anderes, was wir auf jeden Fall schon mal hatten. Was ist das? Ach so, das ist dieses kleine Trailer, was wir auch bekommen haben. Oh, did you see this coming? Wusstest du, dass es kommt? Natürlich. Natürlich. Ich habe doch immer gesagt, dass wir ein Halloween-Update kriegen werden oder Halloween. Es ist kein Event, aber das ist ein Update mit wunderschönen, tollen Sachen. Und deswegen, richtig cooler Möbelpack auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal vorschlagen, in den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall ein... Wir gucken erstmal, wie das aussieht. Sehr wahrscheinlich kommt es morgen raus. Vielleicht kommt das Video, wo ich darauf reagiere, erst übermorgen. Aber es ist nicht das Problem, weil wir dann können wir das auch alle zusammen nochmal angucken, in Ruhe. Und vielleicht irgendwann mal könnte ich auch mal was damit bauen. Und vielleicht Bildbattle können wir damit machen. Auf jeden Fall schreibt gerne unten in die Kommentare rein, worauf ihr alles Bock habt. Ich bin extrem hyped und ich bin extrem geflasht einfach nur von den ganzen Sachen. Weil, oh mein Gott, das ist alles extrem gruselig und ich liebe das so sehr. Ich gucke auf jeden Fall, was für Tapeten wir noch haben. Das ist richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall für dieses Pack. Auf jeden Fall das Video dazu, wie ich dieses Pack mal öffne und so. Sehr wahrscheinlich guckt ihr das mal übermorgen, also Mittwoch. Und am Dienstag kommt das überhaupt raus. Also falls ihr das mal kaufen möchtet, weil es sehr wahrscheinlich nicht gratis ist leider. Aber falls ihr diesen wunderschönen Möbelpack mal kaufen könnt kaufen möchtet, dann gibt es das, glaube ich, morgen ab 18 Uhr. Oder 15, 18, 15, also irgendwo nachmittags. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und Tokaburg aktivisieren.
nicht vergessen. Und auf jeden Fall, wenn ihr auch so ein Halloween-Fan seid wie ihr, wie ich. Ich bin ein Halloween-Fan. Und dann schreibt es gerne unter die Kommentare rein. Und sonst natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und sehr wahrscheinlich und hoffentlich beim nächsten Halloween-Update-Video. Bis dann, tschüss! Das ist ja aber auf einer anderen Ebene komisch. Das ist ein Riesen-Update, Leute. Das ist einfach ein Riesen-Update. Das soll eine Dusche sein? Da dusche ich mich oder was jetzt? Okay, unheimlich. Hey Leute, was geht? Ich kann euch hier bei Schwimmpiaps und jetzt. Und Leute, wir haben heute ein Update. Und oh mein Gott, ich freue mich extrem. Das Creepy Furniture Pack oder gruseliges Möbelpaket ist da, Leute. Es ist im Shop tatsächlich. Ich habe es noch nicht gekauft. Ich zeige es euch mal, wie teuer das ist. Und überhaupt, wie teuer es ist und wie es kostet und wie es aussieht. Es hat 99 Möbelstücke, es hat 8 Tapeten und Boden und es kostet 2,29 Euro. Ist leider nicht gratis, aber Leute, wie cool sind diese Sachen? Ich bin so richtig hyped, weil ihr wisst ja schon, ich liebe Halloween. Ich sag das wirklich gefühlt in jedem Video, aber das tue ich einfach. Deswegen, ich würde mal sagen, ich kaufe es jetzt mir jetzt ganz, ganz schnell und wir sehen uns gleich, wenn das schon erledigt ist. So Leute, ich bin fertig und ich würde mal sagen, ich gehe in unser wunderschönes Gruselhaus. Also wir haben ja, es ist nicht das Gruselhaus, es ist einfach nur ein Herbsthaus, was wir hier in Tokaboka schon seit letztem Jahr haben. Ich bin extrem froh, dass wir das jetzt haben. Ich möchte auf jeden Fall nachgucken, was wir da alles jetzt bekommen haben in diesem wunderschönen Update. Und oh mein Gott, okay, warte mal. Oh, ich sehe schon ein Bett. Ich sehe schon ein Bett, Leute. Aber ich möchte erstmal die ganzen Sachen hier wegschmeißen, die ich nicht brauche. Wir fangen erstmal an. Ich möchte mit Tapeten anfangen. Oh, yes. Oh mein Gott, okay. Wir haben hier. Wir haben Fliesen, die extrem alt aussehen. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, ich freue mich so krass auf Halloween. Auf Halloween-Sachen, die ich machen kann. Wir haben noch andere. Okay, das sind vier Tapeten. Ui, gruselig. Ui, wie gruselig. Ah, love it. Ich liebe es wirklich. I love it. I love it. I love it so much. I love it so much. Okay, Leute. Und von unten, von den Böden, was haben wir da? Wir haben da so ein. Okay, das ist sowieso. Das ist aber ein Standardboden. Natürlich ist es ein bisschen anders, aber das ist ja doch ein Standardboden. Dann haben wir das hier, die wunderschöne Fliesen mit ein bisschen Schleim und anderem Zeug. Möchte ich nicht mehr wissen, was da wirklich drin ist. Und diese Fliesen. Oh, die sehen aber richtig toll aus. Sieht aber richtig schön aus. Classy. I like it. Likey, likey. So, okay, warte mal. Was kann ich denn noch hier hinpacken? Ich pack mal. Ja, oh, das sieht so gut aus, Leute. Ich freue mich da total, wie gut das einfach aussieht. Nice. Okay, das haben wir ja mal gemacht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall, ich glaube, ich starte erstmal mit der Küche. Weil ich packe hier einfach nur die Küche drauf und rein. Okay, ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Ein unappetitlicher Kühlschrank. Eine Herdplatte. Auch unappetitlich. Und eine Spüle. Das ist ein Halloween-Look. Wie cool ist das denn? Ah! Wir haben zwei Tische. Also ich finde es eigentlich ganz toll, Tokaboka. Tokaboka musste einfach nur halt dieselben Tische rausbringen, aber halt ein bisschen mit so Flecken drauf und die ein bisschen kaputt sind. Und dann passt es alles. Und das finde ich wundervoll. Das finde ich wundervoll. Hier haben wir nichts Neues. Und wir haben neue Süßigkeiten. Tatsächlich ist es quasi auch, das ist wirklich, also ich dachte mir, ich habe ja so ein bisschen spekuliert. Ich dachte, vielleicht sind diese Süßigkeiten nicht in diesem Pack vorhanden, aber sind die. Und das liebe ich. Und vor allem diese Pizza, wo Help draufsteht. Wo wir ein Stückchen Pizza auch noch mitnehmen können. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Aus den beiden Stühlen haben wir einen Stuhl, was auf jeden Fall halb kaputt ist. Und wir haben einen Baum, ja. So, warte mal, ich gehe mal weiter in unsere Living Room Area, also in einem Wohnzimmer. Wir haben wunderschönes, ja, einfach, wir haben Sessel, wir haben Sofa. Ich finde die Farbe jetzt ein bisschen nicht so gruselig, natürlich sieht das alles aus, aber es wäre cool, wenn es ein bisschen schwarz wäre oder so. Mir fehlen halt die schwarzen Sachen. Okay, ich gucke mal jetzt mal bei den Pflanzen. Wir haben diese traurige Pflanze, wie cool ist das denn? Darauf habe ich mich gefreut. Oh, okay, Box. Mülltonne, Mülltonne. Noch eine Box mit irgendwelchen komischen, mit Organen, die so radioaktiv. Ah, oh,
irgendwelche Ampullen. Das geht nicht auf. Es sind so, ach, Fässe. Oh Gott, oh, das ist ja aber... Oh, auf einer anderen Ebene komisch. Okay, 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 okay. Ich möchte erstmal hier noch gucken. Okay, nee, wir haben hier zu viel. Okay, wir haben Skelette. Diese, siehst du, die bewegen sich so süß. Ich liebe sie so sehr. Okay, wir haben hier... Das ist auch... das ist so eine Maschine, die... Das ist ein Riesen-Update, Leute. Das ist einfach ein Riesen-Update. Wir haben eine Kamera mit den Fotos, mit den Halloween-Fotos. Das, wo ich mich wirklich gefreut habe. Ja, voll. Oh, wie süß die auch sind. Okay, die sind ein bisschen komisch. Nicht komisch, sondern gruselig. Die sind schon gruselig, aber die sind auch süß. Und das sind alles verschiedene Fotos hier gerade bis jetzt gewesen. Und das war gerade das Gruseligste. Wew. Okay, wir haben hier, das sind so Walkie-Talkies. Wir haben hier Kameras. Wir haben hier einen Geist. Was ist das jetzt? Was macht das jetzt? Kriegen wir jetzt hier einen Geist oder so? Das verstehe ich gerade nicht. Ich verstehe nicht, was es gerade macht. Oder vielleicht ist es Musik oder so, die ich halt gerade nicht hören kann. Das ist ein Blitz. Wo soll ich das herkriegen? Vielleicht nachts? Verstehe gerade nicht. Oder ist es einfach nur Sounds? Warte mal. Ich muss mal ein bisschen gucken. Vielleicht sind das nur Sounds. Und ich habe gerade auch nur meinen Sound auch so auf unten gelegt, dass ich jetzt nicht hören kann. Das sind Sounds. Okay. Wir haben hier so einen Sound von so einem Blitz. So. Und hier so einen Sound von so irgendwelchen komischen Sachen und so. Und das hier, dieses Skelettding, macht so was von gruselige Sachen gerade. Ist extrem gruselig, Leute. Ist extrem gruselig. Okay. Ich guck mal weiter. Ich bin gerade extrem... Oh, sorry. Ich bin gerade auch wirklich irgendwie... rausgedingst aus meinen ganzen Dings. Okay, was haben wir noch? Wir haben einen... Oh, wir haben einen alten PC. So einen richtig alten PC. Warning. Wie cool das einfach aussieht. Wie cool. Ich kann jetzt Stranger Things Haus machen. Und das sieht dann perfekt aus. Hier kann man irgendwas aufnehmen. Weiß ich jetzt nicht. Wir haben noch einen Fernseher. Wir haben aber nicht alles, was wir hier nehmen können. Es ist aber wirklich nicht alles dabei. Gruselig. Also es gibt ja nicht dieses, diese Pro... Warte mal. Warte mal. Das sind Horrorfilme. Ich kenne das. Ich kenne das nicht. Und das hier? Die Katze ist nicht mehr da. Oh mein Gott, das ist gruselig. Sind ich hier so... Und was hier ist... Was ist hier? Es ist einfach richtig extrem dunkel. Was passiert da denn? Es ist extrem dunkel und es ist extrem gruselig. Leute, ich bin gerade mega fasziniert davon, was für Sachen hier sind. Okay. Ich gucke mal am besten weiter. Und zwar möchte ich auf jeden Fall hier mal reingucken. Wir haben hier so ein... ganz süßes... So ein Notizheft. Wir haben auch... Also, oh, wie süß ist das denn? Wir haben auch ein... Viele, viele verschiedene Sachen. Augen. Anscheinend. Sloth Baby. Das ist eine Sprühdose gegen Geister, warum auch immer. Das ist irgendwie hier so ein altes Brief. Schlüssel. Diese wunderschöne Hase. Das sieht auch richtig gruselig aus. Gräber. Ja, ja, das haben wir auch hier, Leute. Das ist extrem krass. Okay, ist es hier auch noch ein Brief oder so? Ja, oh mein Gott, wie gruselig, oh mein Gott, wie gruselig, oh mein Gott, wie gruselig. Oh, wir haben einen Rucksack, das ist ja mega toll, das ist mega toll. Boah, ich bin gerade richtig fasziniert davon. Wir haben noch viele verschiedene, oh, wie süß ist das denn? Wir haben sehr viele coole Sachen für draußen tatsächlich, was wir draußen hinstellen können. Oh, aber was für ein Riesenbaum ist das denn? Das ist aber richtig ein Riesenbaum. Und so eine wunderschöne Abtrennung, auch ganz cool, kann man wirklich für alles Mögliche benutzen, finde ich wundervoll. Licht, okay, Kerzen, macht Sinn, haben wir. Taschenlampe, macht Sinn, haben wir. So eine Lampe, so eine Stehen. Das ist ja gruselig, aber okay, richtig toll. Ich liebe diese, das ist eine Lavalampe, das ist eine Lavalampe, wie schön die einfach aussieht, wie cool. Okay, das ist die Lampe, die pinke, okay, jetzt habe ich die jetzt komplett in hier versaut. Das ist die pinke Lampe, die auch richtig cool leuchtet. Oh mein Gott, ich bin richtig froh damit. Wir haben so ein Exit-Sign, also wo wir rausgehen können. Verschiedene Neonlichter, Neon,
Ja, Neon. Wie heißt das nochmal? Neon-Schädel, Neon-Spinnenweb und Neon so ein radioaktives Zeichen. Wie cool ist das denn? Mega nice. Okay, ich glaube, hier mittlerweile haben wir alles. In der Küche habe ich alles auch angeguckt. Da soll eine Dusche sein? Da dusche ich mich oder was jetzt? Okay, unheimlich. Unheimlich. Natürlich haben wir noch ein Klo. Alles ein bisschen dreckiger gemacht und dann passt das auch. Oh mein Gott, ich freue mich so krass, so Builds hier zu machen. Wie cool das einfach alles aussieht. Mega, mega nice. Okay, aber wir haben hier eigentlich nicht viel. Außer wir haben hier noch ein paar Müllsäcke. Was auch ganz toll ist. Müssen wir haben. Müssen wir einfach haben. Okay, Schlafzimmer. Jetzt komme ich zum wichtigsten Teil. Ich habe aber keinen Platz. Doch, ich habe hier Platz. Aber ich muss hier ein bisschen alles umstellen. Bett. Natürlich. Hammer. Wir haben... wie cool. Okay. Oh, wie geil ist das denn einfach nur? Wir haben so Löcher... im Böden und auch so Slime, so richtig mal Schleimiges auf dem Boden. Und wir haben natürlich einen Teppich. Der Teppich ist richtig schön. Kann ich auch für was anderes benutzen, nicht für irgendwie noch Horrorhäuser. Wie cool ist das denn einfach nur? Wandregal, haben wir nur eins. Ist auch in Ordnung, brauchen wir nicht viel. Wir haben... Was für Regale haben wir? Was ist das eigentlich? Ich habe gar keine Ahnung. Ist es so ein... Weiß ich nicht. Wo kann ich das hinpacken? Kann ich das öffnen? Ah, okay, das ist so ein... Okay, alles klar, da können wir irgendwas machen. Wir haben hier so ein Regal, so ein Lagerregal, ehrlich gesagt, und so ein Kommoderegal quasi. Eigentlich auch ganz schön, alles sehr, sehr gruselig. Hier bei den kleinen Kommoden gibt es nur diese kleine Kommode, was ich auch in Ordnung finde, aber Leute... Ja, das sind die wundervollen Sachen, die ich auf jeden Fall haben möchte. Und zwar, wir haben sehr viele wunderschöne... irgendwelche Bilder mit irgendwo, wo steht irgendwie so, ja, da gehst du nicht hin, geh weg oder so, hahaha, dreh dich um und geh wieder zurück. Leute, wir haben neue Spinnenweben und wir haben wundervolle Vorhänge, neue Vorhänge. Wir haben, was auch immer, hier einfach nur so ein, wer ist das nochmal? Röhrchen. Oh, warum vergesse ich Wörter? Egal. Das ist, für das finde ich wirklich am geilsten bis jetzt. Richtig, es ist so cool. Es sind quasi so Sachen, womit es einfach nur so aussieht, als ob das Haus komplett verlassen ist. Und zwar sind es so Risse an den Wänden und auch so was Schleimiges an den Wänden. Und diese Risse sollen dann so darstellen, damit es, als ob es halt quasi hier so die Tapeten abgehen oder so. Wir haben verschiedene wirkliche Risse in den Wänden, so krasse Rissen. Und das, was ich extrem gut finde, das hier. Wir brauchen doch keine Fenster. Wir brauchen doch gar keine Fenster. Hier brauchen wir auch das Fenster gar nicht. Wir können es einfach nur so durchpacken. So, ja, mit den, ach egal, brauchen wir nicht. Brauchen wir gar nicht. Und Leute, was ich auch mega cool finde, ist dieses Ding. Und zwar dieses wunderschöne Riesending. Oh, jetzt können wir abmachen. Okay. Jetzt finde ich es noch besser. Es sind die coolsten Bilder hier drauf. Und man kann hierfür wirklich gefüllt alles Mögliche benutzen. Es ist quasi so ein, hier, weiß ich nicht, jemand denkt hier so bestimmt, gibt es irgendwelche Geister oder so in Tokaboka. Und auf jeden Fall müssen wir da hingucken. Und die Bilder kann man, man kann das alles abmachen. Wie cool ist das denn? Man kann einfach nur alle verschiedene andere Bilder darin packen. Leute, ich glaube bis jetzt war es das tatsächlich. Ich bin mega fasziniert vor diesem Update. Wir haben so viele neue Sachen, so viele coole neue Sachen bekommen. Aber Leute, erstmal möchte ich auf jeden Fall sehen, wie es aussehen wird, wenn es nachts ist. Okay, hier ist nichts passiert. Oh, das leuchtet sehr toll. Seht ihr gerade diesen wunderschönes Ding? Seht ihr das gerade? Wie gruselig das geworden ist. Es ist auf einmal violett und auf jeden Fall auf einmal guckt es sehr komisch. Aber wenn wir es Tag machen... Dann ist es ein süßer Teddybär. Leute, also ich bin extrem hyped und ich freue mich auf jeden Fall schon mal wirklich ein Battle, entweder Bild-Battle oder einfach nur ein Bild zu machen damit. Auf jeden Fall gucken, ich werde auf jeden Fall nochmal nachgucken, was ich alles damit machen kann, was für Häuser ich damit machen kann. Und auf jeden Fall, Leute, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, ob ihr
ob es euch überhaupt gefällt, ob ihr so auch so Bock habt auf Halloween wie ich oder ob ihr so meint so, nee, das ist nicht meins, das werde ich nicht kaufen. Auf jeden Fall alles unten in die Kommentare reinschreiben und sonst, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Oh, wie cool ist das denn? Guckt euch das mal an. Was ist das? Was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Ich liebe das so sehr. Ich liebe diesen Halloween-Pack so sehr, Leute. Wusstet ihr, dass man, dass wenn man diesen wunderschönen Spiegel, wenn man das anklickt... Was geht? Katja hier bei Spiel mit Maps und Games. Und Leute, ich bin extrem hyped, weil heute teste ich ein paar Lifehacks mit dem neuen Halloween-Pack. Leute, das letzte Mal, als ich das getestet habe, sah mein Tokaboka noch nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Deswegen, ich bin so froh, weil es purple ist. Also es ist lila, meine Lieblingsfarbe. Ja, violett. Ich liebe violett. Und ich habe gerade festgestellt, wenn man... Also das ist ein erster Lifehack, wollte ich schon von euch sagen. Wenn man jetzt die ganze Tokaboka-Welt so hin und her schiebt, dann kommt er von Ledermäuse raus. Oh, wie komisch. Wir haben unseren neuen Creepy Furniture Pack. Das habe ich ja schon in einem Video davor mal getestet, mal geguckt, was es alles gibt. Und heute zeige ich euch ein paar Lifehacks, die man vielleicht so damit umsetzen kann. Es gibt natürlich, also es wird natürlich in den nächsten Tagen viel mehr damit Lifehacks geben, weil es ist noch ganz neu und man kennt noch nicht alles, ne? So, ich möchte auf jeden Fall sehen, oh, wie cool ist das denn? Also, wir haben hier ein Poster, wo steht Creepy Furniture Pack, also gruseliges Möbelpaket. Und hier schießt eine Frage. Hier ist eine Frage. Kannst du, can you name the movie inspiration? Das heißt, woher kommt diese Inspiration von diesem Poster? Also von welchem Film? Und hier steht Stranger Things oder Ghostbusters. Das merkt man total, das ist Stranger Things. Das ist so schade, dass wir... Also ich habe ja schon mal mit René in Stranger Things Build Battle gemacht. Es ist so schade, dass ich das nicht jetzt mache. Wir können das jetzt nicht jetzt machen, weil wir sagen, wir haben es schon gemacht. Vielleicht können wir das nochmal machen, also falls ihr Bock drauf habt. Weil dieser Pack ist wirklich perfekt davon. Perfekt dafür. Und natürlich ist es Stranger Things, Leute. Okay, hier haben wir noch einen Trailer, was wir auf jeden Fall schon angesehen haben das letzte Mal. Deswegen, ich möchte es nicht mehr gucken. Und wir gehen jetzt erstmal in das ganze... unsere Creepy House rein. Ich frage mich, ich glaube, Tokaboka ist in sich dann normal, ne? Nicht so violett. Das ist schade. Das ist schade, dass Tokaboka zu normal aussieht. Also, ich muss das Haus nochmal löschen, weil da habe ich ja schon Sachen getestet. Jetzt muss ich das Haus löschen, damit es schön leer ist, weil wir brauchen die ganzen Sachen, die ich da versucht habe, rein und rauszustellen. Brauchen die nicht. Nope. No. Okay, wir gehen erstmal rein und ich möchte auf jeden Fall... Ich starte mit ein paar Sachen, die vielleicht nicht unbedingt ganz zu dem Haus passen, aber es gibt auf jeden Fall was schöne Sachen, die ich auf jeden Fall gefunden habe. Und zwar hängt es auch mit den neuen Sachen zu tun, aber nicht mit den Halloween-Sachen, sondern mit den neuen Sachen, wie im Sinne von dem neuen Furniture-Pack von Rustikalhaus. Das haben wir ja quasi noch hier bekommen. Hier bei dem wunderschönen Auto, oh Gott, ich muss es jetzt richtig runterscrollen, weil Rustikalhaus habe ich schon vor Jahren gekauft, nein, vor Monaten. Aber, schon vor fast einem Jahr. Wir brauchen dieses wunderschöne Ding. Leute, das ist ja quasi so ein Regal. So, man kann da alles Mögliche draufstellen. Und angeblich kann man hier nicht so wirklich gut, Bücher hinstellen. Und das ist wirklich so. Guckt euch das mal an. Ich glaube, ich hatte letztens, als ich hier was, versucht habe umzusetzen, hatte ich wirklich auch dieses Problem. Guckt euch das mal an. Jetzt kann ich das ganze Ding einfach so hinlegen. Warum auch immer. Das ist extrem komisch. Ich kann diese Bücher, so wie ich das möchte, einfach nur extrem komisch hinstellen. Und die sind einfach da. Was auch immer da passiert, Leute. Das verstehe ich leider nicht. Aber ich kann das anscheinend so hoch wie möglich machen. Das versuche ich jetzt zu machen. Einfach richtig ein hoher Turm an Büchern, was schön seitlich hingeht. Sieht extrem komisch aus. Aber das kann man machen. Tokaboka lässt uns das machen. Also auf jeden Fall nachmachen, falls ihr die Sachen habt. Macht das bitte mal nach. Guckt euch das mal an. Was ist das? Was ist das? Warum sieht das so komisch aus? Leute, macht das mal nach. Ich finde es sehr interessant. Ich finde es sehr komisch und sehr interessant. Und das ist mega nice. Also Leute, dieser Lifehack ist approved.
finde ich wundervoll. Warum auch immer das da, was auch immer da passiert. Oh mein Gott. Ich frage mich, warte mal. Ich gehe jetzt erstmal raus. Ich zeige euch mal einen anderen Lifehack. Ein Fluppelhaus. Und dann komme ich wieder in dieses Haus rein. Und dann gucken wir mal, ob diese Bücher immer noch so stehen bleiben. Weil es kann immer sein, dass man halt, damit es dann besser aussieht, muss man einfach nur mal rausgehen. Hm. Aber kann alles sein, muss aber nicht. So, wir gehen jetzt in Fluppel rein. Fluppel ist ja quasi dieses wundervolle Gebäude, wo wir immer unsere neuen Charaktere reinkommen. Und Leute, es gibt ja hier, haben wir einen wunderschönen Schmetterling. Aber habe ich schon mal auch gezeigt, dass es hier ein Crumpet gibt. Es gibt hier ein Crumpet hinter dieser wunderschönen Hecke. Und, wisst ihr was? Man kann sich da verstecken. Wow. Leider nicht als großes Mädchen, leider nicht als Erwachsene, aber als kleinere Leute. Und man kann sich wirklich gut verstecken. Also, okay, vielleicht so gut ist es jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube, man merkt doch schon, was da ist. Man merkt doch schon, dass da hier jemand hinter ist. Aber man kann ja theoretisch einfach nur... Man kann ja so tun, oder? Das ist vielleicht für eine Story oder so. Das kann alles Mögliche sein. Und ich finde das eigentlich relativ cool. Auf jeden Fall nachmachen. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Auch mega, mega tolles Secret. Und Leute. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen zu gruseligen Sachen. Und zwar, ihr wisst doch eigentlich, es gibt noch eine wunderschöne Location, die... warte mal, ich muss sie selber finden. Diese wunderschöne Dschungel-Location, die wir haben, da gibt es sehr viele Secrets. Zumindest ein Secret, wo wir so ein Riesenmonsterchen finden oder Riesentierchen finden, indem wir die ganzen hier Knochen sammeln. Ich würde mal vorschlagen, wir sammeln wirklich Knochen ein. Aber, wir sammeln die ein einfach so, damit wir die mal mitnehmen können. Ja, ich weiß, es klingt komisch, aber wir nehmen die einfach mit. Weil wir können es creepy machen. Wir können es richtig creepy machen. Und ich bin okay damit. Ich finde es eigentlich ganz gut. Habe ich alles? Ich habe einen Kopf. Das Kopf nicht. Kopf. Tada! Den Kopf habe ich da. Der Kopf ist da. So, wir nehmen jetzt unsere wunderschönen Sachen, die wir hier gesammelt haben. Und wir gehen jetzt wieder zu Hause rein. Also, wir gehen jetzt wieder rein und gucken erstmal, wie unsere Bücher aussehen. Jupp. Okay, es ist jetzt komischerweise drei Stapeln daraus geworden und nicht nur eine Stapel. Es ist alles ein bisschen, alles ein bisschen komisch, aber ist auch egal. Ist auch ganz egal. Leute, möchtet ihr das, also man kann es richtig gruselig machen. Und zwar indem, ich mache jetzt mal schöne, gruselige Tapeten. Vielleicht so welche, jawohl. Oh ja, das sieht doch so gruselig aus. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Ich liebe diesen Halloween-Pack so sehr, Leute. Und jetzt bräuchten wir unsere wunderschöne Nägel. Also Nägel? Ja, kleine Hacken. So kleine Häkchen. Wir bräuchten 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wir haben unsere 6 wunderschöne Häkchen. Und jetzt bräuchten wir unsere Knochen. Und zwar, wenn wir schon eh so in einem gruseligen Haus wohnen, dann sollen diese Knochen einfach nur auf dem Ding hängen. Ja, man kann diese Knochen aufhängen mit diesen Häkchen. Also das kann man mega nice machen. Ich finde das extrem cool. So zum Beispiel. Jetzt hier noch das Beinchen. Dann hier noch... Okay, nee, warte mal, da muss ich das ja hier machen. Am besten. Okay, Leute. Doch, es ist gruselig. Wenn wir jetzt noch alles mit gruseligen Lampen machen und allen möglichen Sachen. Guck mal, ich nehme jetzt diese wunderschöne Lampe. Ich liebe die so sehr. Tada! Wenn wir es gruselig genug machen, dann sieht es cool aus. Leute, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte. Ich wusste einfach nicht. Ich habe ja davor quasi ja euch mal gezeigt, wie überhaupt das alles funktioniert hier mit diesen neuen Sachen. Und ich habe ein paar Sachen wirklich übersehen. Und zwar das mit dem Spiegel. Wusstet ihr, wenn man diesen wunderschönen Spiegel, wenn man das anklickt, gibt es dann irgendwie da so ein Portal oder so ein, weiß ich nicht, so was richtig komisch ist. Ich werde die ganze Zeit, oh mein Gott, ich kriege Halluzinationen oder so davon. Das ist richtig komisch. Aber es sieht auch...
Es ist Magie da. Leute, es ist Magie da. Es ist magisch. Es ist magischer Spiegel. Finde ich mega nice. Auf jeden Fall, wenn ihr das nicht wusstet, dass man das anklicken kann, dann klickt das bitte drauf. Klickt bitte drauf. Das ist richtig cool. Und Leute, was ich noch auf jeden Fall... Weil wir haben ja sehr viele wunderschöne Aufbewahrungsdinger bekommen. Mülltonnen, irgendwelche Cases, irgendwelche gruseligen Gefäße. Und wir brauchen diese zwei... Also, okay, können auch... eins, aber ich nehme zwei Gefäße mit diesen radioaktiven irgendwelchen, was auch immer da drin ist. Ich dachte, man kann sie nicht anklicken. Also das hier, man kann es anklicken und da kommt auf jeden Fall was raus. Also bei dem grünen kommt nichts raus, da ist nichts drin. Aber bei diesen hier kriegen da so ein Jelly-Ding. Ich weiß nicht, was es ist, aber pass mal auf. Wir können da Sachen hinpacken. Und zwar zum Beispiel eine Kerze. Und das ist einfach ein Jello. Ein Jelly. Kann ich da auch irgendwelche so Kinder reinpacken? Okay, aber Babys bestimmt. Das muss ich ausprobieren. Wenn wir es schon gruselig machen, dann machen wir es extrem gruselig. Und wir brauchen Babys dafür. Wir brauchen Babys, damit wir es gruselig machen, Leute. Ja, das klingt sehr komisch, aber ja. So, also Leute. Ich habe mein Baby. Ja, ich kann Baby da reinpacken. Das ist gruselig. Oh, man kann so viele gruselige Sachen damit machen, weil Babys quasi ja in Toca Boca als Tiere da sind oder als Gegenstände. Ich frag mich nicht, das ist so komisch. Das ist zu komisch. Das möchte ich nicht wissen. Aber man kann es machen. Man kann Baby da reinpacken. Das finde ich toll. Dass wir das machen können. Naja, toll ist es nicht, aber es ist interessant. Es ist sehr interessant. Ja. Jawohl. Und Leute, ich habe ja... Ich wusste ja, dass irgendwas mit dem Fernseher, was wir bekommen haben, irgendwas nicht stimmt. Wir haben hier einen Fernseher. Was? Erstens, es ist nicht angestöpselt. Sieht mal. Es ist nicht in der Steckdose drin und die hat... Ja, Stecker. Ist nicht drin. Ist nicht irgendwo drin, was schon gruselig genug ist. Aber Leute, das erste Bild, was wir da sehen, das sind ja quasi Rauschen, so ein Rauschen. Und ich dachte so, da passiert eigentlich gar nichts. Ich skip mal. Ich guck mal weiter. Wenn wir weiter auf diesen Rauschen gucken, da kommt eine Hand! Da ist jemand drin. Oh, wie gruselig! Ich frag mich, ob die ganze Zeit eine Hand kommt. Kommt das die ganze Zeit eine Hand oder ist es nur einmal? Ja doch, es kommen mehrmals Hände. Ich erinnert mich gerade ein bisschen an Eleven aus Stranger Things. So, warum auch nicht? Egal, Leute. Also, und diese Bilder, die sind auch noch gruselig. Die sind alle gruselig genug. Das ist in Ordnung. Ist okay so. Leute, und zwar, ich wusste es nicht, einfach nur, weil ich sehr oft... einfach nur die ganzen Sachen, mein Sound hier nicht anhabe an Toca Boca. Und wusstet ihr, also dieses Walkie-Talkie, wenn man das anmacht, macht das die gruseligsten Geräusche jemals. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Habt ihr gehört? Hoffentlich. Ja, das ist gruselig. Gruselig für mich persönlich. Ich finde, dass es gruselig ist. Was auch immer da passiert, ich möchte dieses Walkie-Talkie nicht mehr anfassen. Ich möchte nicht wissen, was da drin ist und was du noch mir sagst. Ich möchte nicht wissen. Leute, noch ein interessanter Lifehack. Also das ist ja quasi so eine richtig krasse, komische Maschine. So eine Dampfmaschine, sagen wir mal so. Also wenn wir das andere anklicken, diesen wunderschönen Schädel, dann kommt da Dampf raus mit verschiedenen Farben und wir haben es überall. Finde ich mega cool, weil es so neonfarbend ist und richtig cool. Aber sobald wir das hier reinpacken, hier reinstellen, da dachte ich mir so, okay, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Vielleicht, falls man den Schädel nicht sehen möchte, könnte man das hier reintun. Aber sobald man leider das zumacht, dann geht es automatisch aus, leider. Jo, aber ihr könnt auf jeden Fall vielleicht mal so irgendwie mitspielen, weil da sieht auch so ein bisschen aus wie dieses Jelly, was wir hier haben. Also dieses Gelee, das könnte ungefähr so damit verwechselt werden. Könnte so komisch aussehen. Auf jeden Fall könnt ihr das auch in diesen wunderschönen Gefäßen reinstellen. Obwohl, ich weiß nicht wofür und ich weiß nicht wozu, aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, weil guckt euch das mal an, wie viele coole Sachen hier sind. Warum ist das...
Okay, warum auch immer. Leute, ich habe ja schon gezeigt, dass diese wunderschöne Kamera extrem coole Fotos macht. Und man kann die halt wirklich für alles Mögliche benutzen. Ich finde die nicht mal so schlimm. Also ein paar davon sind extrem süß. Ich zeige euch welche. Ich finde das hier süß. Ich finde das süß. Ich finde das süß. Doch, es sind ein paar davon richtig süß. Vielleicht nicht. Ja, doch. Ich finde das hier am gruseligsten tatsächlich. Das ist doch in Ordnung. Vielleicht das ist auch noch. Und das ist irgendwie ein Auge oder so. Ich finde nicht wirklich gut. Aber diese ganzen Geister, die sehen in Tokabuki extrem süß aus. Und vor allem, das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild, weil das richtig schön und richtig toll aussieht. Das könnt ihr richtig toll machen. Richtig toll vielleicht in einer. Auch sich entweder hier aufhängen oder auch auf diese Häkchen, wo wir das auch gemacht haben. Einfach nur auf die Häkchen draufhängen. Ich mache jetzt ein paar davon, zum Beispiel jetzt. Es können auch ein bisschen bessere Häkchen sein, müssen jetzt nicht unbedingt die sein. Aber die können auch richtig schön in einen, so ein richtig, auch in so ein süßes, sagen wir mal so süßes Zimmer können die auch reinpassen. Weil ich finde die wirklich von den ganzen Bildern, die wir kriegen, ich finde diese Kamera ist richtig cool. Ist richtig cool und ich mag die ganzen Bilder, die sind mega toll. Leute, auf jeden Fall schreibt, also es gibt, ich wollte einfach nur erstmal sagen, dass es natürlich noch mehr wunderschöne Lifehacks damit geben wird, mit neuen Sachen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. Ich werde noch ein paar nachgucken. Und Leute, sonst, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne unten in die Kommentare, was ein Lifehack, was, vielleicht habt ihr schon was gefunden oder so. Vielleicht habt ihr auch diesen wunderschönen Möbelpack auch gekauft. Und vielleicht habt ihr schon ein paar Lifehacks, die ich auf jeden Fall mal testen soll. Dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Sonst natürlich, Leute, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!